Das ist das Astrolabium. Malik erwähnt es in einem Brief. Es soll anhand der Sternenbewegung die Zukunft vorhersagen. Die Armee hat es wohl nicht angekündigt. Naja, wenn es nicht funktioniert, dann könnte selbst ein Sandsturm nicht vorhersagen. Also, herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Prince of Persia. Vor Gott, ich bin wieder nicht schon rein. Die letzte Aufnahmesession liegt schon ein bisschen zurück. Da, Leute, die Zeit zurück, stoppen. Hier halte ich das Sandwasser an. Das auch wichtig ist, denn wenn ich das anhalte, bleibt auch das da oben stehen. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, schaut mal so. Es läuft irgendwie noch weiter. So. Ich glaube, das bringt uns hier unten aber noch wenig. Also machen wir weiter. Darüber und Wasser anhalten und. Also läuft die Wand hoch. Gut. Hab alles wieder im Kopf drin. Das ist gut. Ah, dadurch fällt das jetzt runter und wir haben es kaputt gemacht. Okay. Oh, passend. Jetzt bringt mich Malik wegen Verrat und Vandalismus um. Ach. Ich glaube, wieder die Allzweck-Kuchenkettensägen-Interaktion. Ich tue einfach so, als war ich es nicht. Nein, war ich nicht. War sicher die Sandarmee. Wohl halt, da komme ich ja wieder hin. Oder? Ja, komme ich nicht. Ich glaube, wir müssen das. Ja, so. Dass wir da eben auch wieder hinkommen. Denn was bringt es uns, wenn es da ist, aber wir nicht hinkommen? Das wäre ja doof. So, dann hüpfen wir da noch drüber. Und nehmen das wieder und springen da dagegen. Und schui und schaut und. Nein, falsche Richtung, Prinz. Nein, falsche Richtung, Herr Prinz. Ich finde es auch irgendwie lustig, dass Malik nie den Namen unseres des Protagonisten erwähnt. Ach, stimmt, da muss ich die Wallrun-Taste drücken. Ich sag's ja, letzte Aufnahmesession liegt ein bisschen zurück. So, wieder den guten Hangelstein vom Rumklettern. Wand läuft hoch, Wand läuft rüber. Und Wand läuft darüber. Und. Nein, wir brauchen nichts, also Wand läuft hoch. Gegen Eisenstangen ist oben. Mal gucken, was jetzt passiert. Ach, fährt das wieder hoch? Mhm. Ach, in der Mitte ist auch so ein Hebel. Das merken wir uns mal. Das könnte noch wichtig werden. Ah, und da ist auch der Hebel. Der nächste Hebel, der wichtig ist. Also, auf zu dem Hebel. Was vielleicht auch auffällig sein könnte, es wird jetzt weniger Wallrun-Fails geben, da ich es geschafft habe, dass mein Gamepad sich denkt, nö. Ich glaube, das ist zu weit weg. Mal gucken. Eins weiter. Wieder, dass es so ist, okay. Dann. Never change a running system, wie man so ganz sagt. Wall run. Running system. Checkt ihr. Nur, wohin? Ich glaube, das ist falsch. Oder. Ich habe ja eh die Möglichkeit, die Zeit zurückzudrehen. Also, YOLO! Nein, da unten geht's nicht runter. Also, irgendwas habe ich da übersehen, was uns da fehlt.
da ist noch ein Hebel. Den habe ich nicht gesehen. Schade, dass Prince of Persia nicht von Nintendo ist. Sonst hätten die bei irgendeiner Stelle so ein Easter Egg eingebaut. Wo wir gerade was verloren haben, würde ich sagen. Ein Applaus, danke! So. Also, wenn das hier die Zukunft versagen soll, will ich mal bitte wissen. Irgendwie bezweifle ich, dass das Gerät für einen Transport gebaut wurde. Wissen, wie genau die Zukunft vorhergesagt wird, wenn man das beeinflussen kann. Weil, wenn ich da schon ein bisschen rumdrehe und dann von A nach B laufen kann, glaube ich, ist das nicht so gut, um die Zukunft vorherzusagen. Und wenn ich es wirklich geschafft habe, damit hin und wieder die Zukunft vorherzusagen, dann Hut ab in einer etwas verrückten Art. Da ist wieder so ein Hebel, heißt, jetzt kommt alles auf die dritte Etage. Jetzt kommen wahrscheinlich drei Hebel insgesamt. Und wahrscheinlich, ja, ich habe, wie ich schon vermutet hatte, ich habe es richtig vermutet, die sind gleich hier, wodurch sie uns nicht ganz so viel Kletterarbeit abnehmen. Oh. Das ist, glaube ich, eher kontraproduktiv. Ich will mal kurz gucken, was macht der andere. Okay, ich glaube, wir sollten erstmal alles hinrücken mit dem hier und dann alles mit dem anderen noch verändern. Das heißt, wir drehen entweder jetzt dann so rum, zweimal, dass eben die gelbe Plattform wie bei uns ist, weil das ist gleich sowas wie die Grundplattform. Und dann müssen wir jetzt die hier richtig ausrichten, dass wir uns nicht wehtun. Das Wasser treibt den Mechanismus an. Okay. Bist du da? Also langsam glaube ich, das Ding hat was gegen mich. Ja, du hast es auch kaputt gemacht. Hust, hust. Moment, das Wasser treibt es an. Ich hab schon gesehen, das wollte gerade schon wieder umsteigen. Oh mein Gott. Drüber mit mir? Drüber mit mir? Was schief geht, kann ich ja immer noch die Zeit zurückdrehen, zum Glück. Und weg mit mir! Ich finde, wir sind gut durch den Raum gekommen. Wirklich nichts haben wir verloren. Wir sind nur einmal durch Tests runtergefallen. Und das sieht schon wieder so nach Verfolgungsszene aus. Der Thronsaal. Malik muss in der Nähe sein. Damit nicht auch Ibchen da. Mal kurz umgucken. Nicht, dass hier irgendwas versteckt ist. So. Ihr wisst, was ich meine. So eine Sarkophag. Was auch immer. Nee, ich hätte schon gedacht, da kommt man vielleicht runter. Nun ja. Hier ist auch nichts. Oh, die Tür ist offen. Nö, hier gibt's auch nichts. Schade.
Ich glaube, wir müssen an der Wand laufen. Und ich sag sogar noch am Anfang, ja, es kann sein, dass jetzt weniger Wandlauffels kommen, weil ich meinen Controller jetzt anders eingesteckt habe. Aber nein, nein. Controller denkt sich, nein. Wieso auch? Ich sag's ja, wenn er wieder richtig hart anfängt zu hängen, dann muss ich einfach nur mal ein bisschen tricksen. Und somit ist eine Aufnahme wahrscheinlich im Arsch. Oder auch nicht. Nein, die komplette Aufnahme ist aufgenommen worden, was schön ist. Ich muss es nur noch mal von hier an abfangen. Wuhu! Das macht ja nichts. Das haben wir ja schnell wieder hingespielt. War ja auch nur zwei Räume ungefähr. Wir hoffen einfach drauf, dass jetzt der Controller wieder halbwegs läuft, weil irgendwie ist es meistens so, dass wirklich er spinnt und dann irgendwie wieder läuft. Wenn ich ein Spiel... Und der Gegner? Komm, 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 Gegner. Lee wants Gegner. Ach, komm schon. Muss doch da irgendein Gegner auftauchen müssen. Neue Gegner. Das ist schön. Steinrüstung. Kein Schaden mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auch nicht. Und hier hat er sogar neuen Gegner. Nehmen wir mal die hier. Nein, das ist es nicht. Ich sag's ja, mit dieser Technik hilft es einfach, die Luft zu haxeln. Spur. Da steht drüber und verbrennt ein bisschen. Mal sagen, danke, weil ist so. Da ist man gerade hier einen Weg. Oh, es ist ein Upgrade verfügbar. Es ist Upgrade Time. Upgrade Time. Was graden wir ab? Ich wäre irgendwie dafür, dass wir sozusagen Kraft der Zeit. Maus können wir tun. Oder nehmen wir Powerangriffe. Nein, Powerangriffe mache ich eigentlich sehr selten. Kraft der Zeit. Nein, Zeit, die wir rückgängig machen können. In Energieslot? Nö. Holen wir lieber die Flammenspur. Wodurch wir nur noch jetzt das hier machen brauchen. Und BÄM! Haben wir
hier das hier nochmal erhöhen. Steinrüstung, Flammenspur und noch mehr maximaler Schaden. Das ist nice.